Hallo meine Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu der nächsten Reaction. Ich bin der Woody Cap, bin 51 Jahre alt und heiße Detlef. Willkommen auf meinem Kanal. Wenn Sie ein Abo dalassen möchten, würde ich Ihnen das nicht empfehlen, denn wenn Sie ein Abo abschließen, schließen Sie gleich eine Hausratversicherung ab, eine Glasversicherung, eine Autoversicherung und ich kriege dafür die Provision. Danke dafür. So, heute reagieren wir auf die besten Electric Clips des Monats Januar, wurde mir als Vorschlag geschickt und das werden wir jetzt mal angucken. Ui, Memo, guck mal. Was geht? Ey Leute, was geht? Electric. Ey Leute, was geht? Electric ist hier. Was geht? Und jetzt nehmt erstmal euren Penis. Das hört sich voll komisch an, aber er hat mich ja auch so ein bisschen in meiner Jugend begleitet, ne? Ich kenne ja noch die ganz alten Videos, weil der wollte sich ja nie so zeigen, ne? Ich weiß ja nie, was für Gründe das hatte, aber vielleicht lag das an den Geschichten und, ne, da hatte man ja, ich hatte ja von Electric ein ganz anderes Bild, muss ich wirklich sagen, aber ich war nicht einer, der geschrieben hatte von wegen, oh, bin ich so hässlich oder sowas, aber ich hatte ein anderes Bild, ne? Hatte so halt ein anderes Bild. Anderes Bild halt, genau, habe ich schon gesagt. Und aber ich muss sagen, auch die Zeit von damals, so die YouTube-Zeit war damals viel, viel schöner, ne? Irgendwie die Leute, man hat sich so damals mit allen YouTubern getroffen, die zum Beispiel Black Ops oder Modern Warfare 2 gezockt haben. Und da hat man mit den allen zusammen aufgenommen. Na, das habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, wenn man das heutzutage macht, sagen die, du hast ja gar nichts zu melden, du hast 1400 Abos. Übrigens, danke für 1400 Abos. Du hast noch niemand eine Meinung, das zählt nicht. Ja. In die Hand, weil dann ist alles in Ordnung. Heute wieder ein entspanntes Gameplay. 144:2 auf Afghan. Ich könnte mich kann niemals man, selber anhören. Mal lassen. Kleiner Quickie ohne Gummi. Warum ohne Gummi? Na, weil die Gegner Pille hatten. Oh. Guckt euch das wieder an. Es ist wirklich. Ah! Sorry, Autismus hat wieder kurz reingekickt. Ich hab so Angst vor der. Ah! Ich hab mich so erschrocken! Wie kommt die da hoch? Ah! Bruder! So wussten sie sehen. Der war echt jetzt nicht nötig, Mann. Oh nein, hört ihr das Geräusch, Chat? Also für die Leute, die meinen Gaming-Kanal sehen wollen, der heißt Woody Games. Und da könnt ihr mal gucken, ich habe mich nicht einmal erschrocken bei Resident Evil 7. Gut, ein, zwei Mal schon, vielleicht drei, vier Mal, aber ich habe das immer versteckt. Ich glaube, es gibt so ein paar Momente, dann saß ich dann so, ne? Könnte ja auch ein Schluck auch sein, ne? Müsst ihr mir erstmal beweisen, dass ich mich da in dem Moment erschrocken habe. Macht das doch, hm? Mich alles zu gruselig, Chat. Schnell raus. Oh, bitte lass mich out. Let me out! Das ach, das ist hier aber. VIP gegeben. Hey, war aber jetzt das neue Call of Duty Zombie-Modus, ne? Du bist gefeuert. Er schickt mir ein Bild von seiner Station, von seinem Noble Chair und seinen Displays und hat auf den drei Monitoren einfach meine Fresse aufgemacht, der Hund. So ein Hund, Alter. Der schickt den Noble Chair direkt zurück. Deshalb ist Raphael mein Cutter-Chat. Trinke gerade Wassermelone, auch sehr geschmacksintensiv, ne? Wasserlobe. Wasserlobe. Ach, Digga, was soll die Scheiße? Diese Heulbarren. Wer ist, glaub ich, jetzt gewesen, Mann? Ja, wo der? Ich werde dich jetzt bitten, alle Teile deines Körpers zu entspannen. Zeig! Wo der Fahrer? Das ASMR, da kriege ich schon so ein. Sie bestimmen, wie viele Geräusche Sie hören möchten. Mit individuell einstellbarer A1 bei mir. Für erstklassigen Sound bei Anrufen und Musik. Weil es so entspannt ist, so ruhig, ne? So Electric zuzuhören, das ist so ruhig. Kaum Geschreie. Finde ich auch immer übelst geil. Für die Leute, die Beats Meet gucken. Ich muss da Dauer hoch und runter regulieren, ne? Entweder die sind so fucking laut, dass ich meine Anlage, ne, ich habe eine 5.1 Anlage, das ist also überall hier, da, Boxen, ne,
dass ich auf gefühlt 8 stellen muss. Ne? Und trotzdem hören das hier alle noch. Oder die sind so leise, dass ich auf meine Anlage so auf 14 so stellen muss. Und dann kommt die Werbung, weil ne, ich schlafe manchmal ein, dann kommt die Werbung. Und habt ihr das neue Produkt gesehen? Das ist ein geiles Produkt. Ne? Da bin nie nur ich wach, da ist das ganze Haus hier wach. Es war damals bei Electrics aber auch sehr oft. Ne? Ich habe mir auch damals so die Clips so angeguckt, fand die total erotisch. Ne? Ganz privat immer angeguckt, fand ich absolut geil. Hat mich geil gemacht. Und denkst du so, oh, was soll denn das? Ich hätte nie Nuke schaffen können. Ach nee, die guten so alten Zeiten. Ficken, Alter! Diese Scheiße hätte Bethesda sich echt sparen können. Solche dummen Noppenbengel, Digga. Wer braucht so eine Scheiße am Ende eines Spiels, Alter? Ich weiß immer noch nicht, was das für ein Spiel sein soll. Evil Within? So sieht er aus, wenn ich mich zur Seite lehne. So sieht er aus. Maschallah. Und so sieht er aus, wenn ich die andere Arschbacke dazu noch anspanne. Trap Boys! Was wird später gezockt? Deine Mom mit Dildoland 3, Digga. Ich hoffe, du hast Bock. Welches Spiel? Na. Digga, das wusste ich gar nicht mehr. Der war schon ehrenlos, der Cole, Bruder. Was ist denn da los? Ach und nach. Alles machen, worauf er Bock hat. Nicht so viel Content und Reichweite, die er schon hat, liegen lassen. Ne? Cam hat keinen Bock mehr, Chat. Ich fix das gleich. Ich glaube, nee. Ich glaube, das ist gar kein Lied. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann euch mal sagen, wenn ich das bei mir machen würde, wenn die mit einem weißen Kittel innerhalb von 5 Minuten da, ne? Da kann ich mich eigentlich in dem Moment, so schnell kann ich mich gar nicht anziehen. Also ich kann, wenn ich so einen Ausraster hätte, so einen übelst lauten, dann könnte ich mich eigentlich schon anziehen, weil ich wüsste, die kommen gleich. Ne? Kann ich schon die Tür öffnen, kann ich schon runterlaufen, da auch schon mal die Tür öffnen, schon mal Kaffee vorbereiten. Ne? Vielleicht wollen sie ja noch vorher was trinken, bevor sie mich mitnehmen. Also, obwohl ich so manchmal auch beim Zocken würde ich am liebsten auch, aber da muss ich mir überdenken, hier leben anständige Leute. Ich weiß, ich bin nicht anständig, aber ich muss mich in diesem Moment anständig verhalten. Dann mach ich das halt. Ne? Ich hab die innere Ruhe. Ne? Aber so sieht es bei mir innen aus. Also außen, nee, ich hab die äußere. Oh. Geiler Scheiß. Mach mal ein bisschen Werbung für mich. Mercedes folgt jetzt auch AfD-Bund. Boah, Alter, okay. Ja. Das ist so geil, Digga. Wenn das Leute sehen, die mal was mit dir zu tun hatten und vielleicht deshalb dann wieder schreiben, ey, Digga, hast mal wieder Bock zu chillen und die wissen, Digga, du verdienst ganz gut Cash und die können dir vielleicht einen Düsenjäger aus dem Kreuz leiern. Das hilft dabei nicht. Süßes kann ich, Foto, kann Digga, ich bei euch auch machen. Da gibt's auch. Also, wenn ihr meine Freunde sein wollt, ich kann euch alles aus dem Kreuz leiern. Das Problem ist nur, ihr müsst es bezahlen, ne? Würde ich alles auf euren Namen dann machen, ne? Dann würde ich mir nebenbei auch noch was Schönes kaufen, ne? Bald gibt's da richtig Stress, wenn diese komischen Webseiten immer die absoluten wacksten Foto nehmen, ne? Hier, Bart Fresh, Digga, Bart Fresh, Seiten auf Fresh, Digga, nice Seiten, Bruder. Bam, Digga, nimm mal hier, Headset abgesetzt, extra für dich, nimm mal das Bild, Mann. Was denn los? Warum nimmst du denn da ein Bild, wo ich noch aussehe wie ein 14-jähriger Allmann, der noch nie Bartwuchs gesehen hat, Digga? If you want my future, forget my past. Die neuen Jabra Elite 85T. Sie bestimmen, wie viele Geräusche Sie hören möchten. Mit den also wenn ich gar keine Geräusche hören will, sondern immer Musik hören will. Für erstklassigen Sound bei Anrufen und Musik. Jabra Elite 85T. Die könnten mal solche Kopfhörer erfinden, wenn man die hochreguliert, dass dann immer weniger Menschen bei dir in der Umgebung sind. Und wenn man die wieder runterreguliert, erscheinen wieder die Menschen. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was Sinnvolles hier.
akzeptiere keine Kompromisse. Nee, mach ich nie. Bruder, was ist das? Soll das gerade sein? Das sieht aus wie eine Kackwurst. Ich wollte gerade sagen, wie drauf geschissen. Und ausgebleicht ist. Ausgedribbelt. Die OG-Karten ist nochmal. Die OG. Dann ist die Klebefreche. Fly. Die Klebefreche. Die Klebefreche. Die Klebefläche ist frei. Und ich freue mich auch immer ungemein. So, hier haben wir die Upgrade-Matri. Mal was. Oh, ja. Was Person und. Oder. Ah, ich weiß. Kostenlos reinfallen. Kostenlos reinfolgen, die Glocke aktivieren. Du hast ja da als Streamer. Also, Mütter. Das ist ja auch in der Natur so, Digga. Mütter sind einfach Mütter. Hey. Werde ich diese Bombe entschärfen? Ja oder nein? Bruder, wie ist denn aus den Schuhen haut, Digga? Werde ich diese Bombe entschärfen? Ja oder nein? Nein. Hops. Ein Haar, Digga. Was wieder hartnäckig ist. Oh, ja, ich seh's schon, ne? Boah, übelster Bart bekommen, ne? Ne? Das eine Haar kann man auch als Bart bezeichnen. Ich hatte damals auch, wo es bei mir angefangen hat, ja, vielleicht kennt ihr das. Ich hatte ja schon einen Bartwuchs mit 14 gefühlt, das ist kein Witz, ne? Das ist wirklich kein Witz, ne? Bei mir hat er übelst früh angefangen. Aber es war zuerst so, dass ich hier ein Haar hatte, dann hier, dann irgendwo hier, dann irgendwo hier unten, dann irgendwo hier. Das kam dann erst mit der Zeit. Es ist genauso wie, zeige ich euch lieber jetzt nie, ne? Ihr wollt ja nie umkippen. Ich hatte immer so einen Strich, ne? Hatte so kaum Haare, nur wirklich so einen Strich. Und jetzt, komm, hör auf. Hör auf. Jetzt wachsen schon die Schamhaare nach oben. So geil, der Clip. War schon. Du kannst es dir nicht ausdenken. Soll ich das mal machen? Ich wollte einfach eine Legende, Digga. Mach ich für minus 3 Millionen Abonnenten. Also auf der Ehrenbruder Raphael, immer die besten Autos. Wenn ich im Minusbereich bin, mach ich. Und 5000 Dislikes. Was ist das für ein Song? Ich guck mal, was ich hatte, dass ihr jetzt irgendwelche Bots drin? Ja. Hau mal das ganze Lied rein. Findet ihr es eigentlich geil, Chat, dass mein Kater so einen geilen Humor hat? Raphael ist schon ein Segen, Chat. Bin unglaublich dankbar, den zu haben. Der macht wirklich einen 1A-Job-Chat. Und mir schreiben auch immer viele, ey Digga, kann ich auch cutten und so, Digga. Seid mir nicht böse, Chat. Ich danke euch für eure, eure Hilfsbereitschaft. Was schreiben übelst viele, kann ich auch cutten? Ja, das kann ich auch. Also, cutten kann ich nie, aber ich könnte Elotrix gerne auf den Tisch kacken. Das kann ich schon. Und wenn ich dafür noch Geld bekomme, ist auch nicht schlecht, ne? Aber wenn Elotrix einen guten Cutter mal braucht, ne, hier ist er. Also, ne, ich würde dann einfach nichts machen. Ich würde dann einfach nur immer so 2 Sekunden rauscutten, einfach so irgendwo random. So, und dann würde ich sagen, oh, ich habe heute so gearbeitet, ey, oh, ich kann nicht mehr. Eure Bereitschaft, sage ich jetzt mal, aber... Ihr seid halt kein Raphael, Digga. Raphael ist halt Raphael. Was ist denn das eigentlich für ein Sollte Handy? Ich irgendwann ne? mal... Die Größe. Jetzt mal ohne Scheiß. Kriegst du so ein Telefonat? Ja. Hm? Okay. Ja, muss ich mal kurz googeln. Ja, mal Home-Button. Wo ist denn die Google-App? Ach, hier oben. Google-App. Wie komme ich da hin? Okay, muss ich so fahren. Okay. Ich mag solche großen Handys nicht, ne? Mag ich einfach nie. Weiß nicht, ist so. Ich mag die kleinen Dinge im Leben. Das hört sich wieder so falsch an. Ich weiß nicht, wieso ich immer so zweideutig denke. Nee,
haben auch immer meine Exen gesagt, so, die kleinen Dinge sind auch schön. Sorry, da musste sein, ihr kennt mich, ne? Wenigstens einen perversen Witz. Noch irgendwie 2-3 Kanäle haben und dann bräuchten wir Hilfe, dann sage ich Bescheid, wenn ich noch einen guten Cutter brauche. Aber aktuell kriegen wir alles gestemmt. Dafür ist absolut der Ehrencutter, bei anderen Streamern ich kann auch ja nicht kacken. So mit den Cuttern. Sönke, wie meinst du das? Meinst du, dass da dass die Zusammenarbeit nicht so gut ist, oder meinst du, da gibt es irgendwie sogar Stress? Ein Glück, also ich muss echt sagen, ein Glück, dass... Boah, Alter, nee. Jetzt die ganze Zeit dazu, ja. Ne? Okay, ein Glück, dass die Lieder immer sehr leise sind. Nee, fand ich echt cool. Sagen Electric verfolge ich jetzt auch noch sehr intensiv. Aber ich gucke auch ganz gerne so einfach mal die alten Videos noch an. Ne? Oder auch den Streit mit Rollstuhlfahrer. Ne? Könnt ihr einfach mal googeln. Oder auf YouTube. Da hat er ja mal einen Beef mit jemandem, weil er alles von Electrics geleakt hat. Ja. Das sind so die alten Videos, guckt man sich schon ganz gerne an. Schon Tränchen, Mann. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns definitiv, dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss.